im Zweiten Weltkrieg, im Anfang noch, wie ich noch zu Hause war, dass man hier im Bergbau Tausende von russischen Kriegsgefangenen beschäftigt hatte, die natürlich nicht sehr gut behandelt wurden. Ne? Haben Sie das noch mitbekommen? Das habe ich noch mitbekommen. Können Sie das beschreiben, eine bestimmte Erinnerung, die Sie daran haben? Ja, dass sie morgens zu Fuß von ihren Barackenlagern kam, zum Bergwerk hin, oft mit Klotschen, so Lederhüllen und unten so eine Holzsohle drin und als Strümpfe Lappen und so weiter. Ne? Und ganz schlecht gekleidet, schlecht ernährt, die dann durch die Straßen humpelten und dann nach unten und unten Kohle machen mussten. Ne? Was für einen Eindruck hat das auf Sie gemacht? Ja, das ist auch wieder so eine Frage. Eigentlich war der Eindruck, weil ich eigentlich immer so ein bisschen für den Schwächeren war, dass ich immer nie so zur Gewalttätigkeit herrschte oder auch nie, das hat mich dann eigentlich schon sehr mitgenommen, wie man so mit den Menschen umging. Ne? Das war eigentlich, aber es war ja dann auch von der anderen Seite kam der Druck, man durfte sich nicht mit denen unterhalten. Das war dann wieder der politische Druck. Ne? Und wir waren ja hier in der Zeit von der Partei Überwachungsstaat hoch 3. Das kann man sich heute, wenn ich heute daran denke, kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen, dass sowas überhaupt möglich war. Ne? Hatten Sie es mal versucht, sich mit einem von den Arbeitern zu unterhalten? Ja, versucht. Zwangsarbeiter? Versucht wohl, aber da musste man aber schnell um sich gucken, dass keiner in der Nähe war, man wusste ja nicht, verrät er dich oder verrät er dich nicht. Ne? Man konnte ja jeden nur vor den Kopf gucken, also die Leute waren auf dem Gebiet schon sehr vorsichtig. Wir haben auch schon mal ein Kantenbrot, wenn wir wussten, da kamen die vorbei, reingeschmissen oder irgendwie sowas. Ne? Das war dann auch wieder so ein Problem, dann haben die sich gerauft, wer kriegt den? Ne?